Du hast heute Geburtstag. Heute ist dein Geburtstag. Darum feiern wir. Darum machen wir. Und ein Klatscher. Bam. Ah. Kollege, schnell mal ordentlich her, sonst haben wir 1-1. Ja. Wir sind die Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Wir sind die Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Wir sind die Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Wir sind die Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Hey, Geburtstagskind! Happy Birthday to Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Kaden. Happy birthday to you. Hip, 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 hooray! Hip, 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 hooray! Hip, 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 hooray! Alles, alles Gute, mein Schatz. Heute wirst du nur abgeknutscht und alles Mögliche. Hm? Wir haben schon für Kay gesungen, aber wir singen heute, glaube ich, den ganzen Tag. Und einfach den ganzen Tag, ne, mein Schatz? Als er aufgestanden ist, haben wir auch gesungen für ihn und jetzt singen wir nochmal. 4 Jahre alt. Genau, 4 Jahre. Und jetzt gehen wir einfach Kay fresh machen. Ne, Kay? Haare schneiden auf jeden Fall. Und dann müssen wir eigentlich gucken, was wir machen. Weil Mama, sei ehrlich, diesmal ist wieder so alles so ein bisschen chaotisch, ne? Ja, also wir haben halt nichts aus Deutschland mitgebracht, weil das wäre einfach viel zu anstrengend gewesen. Ja. Und jetzt habe ich, okay, doch, Luftballonzeug mitgebracht. Und wir haben ein Geschenk für Kay noch schnell gekauft. Mama konnte ihr Satz nicht beenden, weil Kinaya ja ein bisschen, ne? Kinaya, du musst aber jetzt langsam gehen, wir können dich nicht immer tragen, ne? Oder was sagst du, Mama? Echt anstrengend. Können sie doch nicht immer tragen, weil sonst lernt sie das nicht, ne? Sie muss auch ein bisschen Schritte machen. Ist auch gut für sie, weißt du? Okay, du willst jetzt 4. Machen wir so, 4. Oh, 4 Jahre alt. Der Tag gehört dir, ne? Ja. Du kannst alles sagen. Ey, okay, hallo. Du kannst wirklich alles sagen, was du möchtest und wir machen das, okay? Mhm. Wirklich, okay? Was meinst du, Kay? Voll süß, ne? Oh, süß. Sie putzt einfach auf korrekt ihr Bros Zähne. Ey, oh, Brother. Okay, findest du das süß? Du hilfst doch auch immer Kinaya, ne? Aber sie will nicht immer geholfen werden. Nochmal bitte? Sie will nicht immer geholfen werden. Nein? Ja. Oh ja, aber sie macht das gut, ne, Kay? Hey, are you good? What to say? Sie verscheucht jetzt alle. Ja, okay. Kinaya. Kinaya, du musst deine Haare machen. Komm jetzt, komm. Okay, pass auf. So Leute, jetzt haben wir was anderes gefunden, weil da, wo wir mal waren und Kinayas Haare gemacht haben, die Frau ist nicht am Start. Danach sind wir dran, Kay. So Leute, jetzt ist Daisy heute mal dran, sie wollte auch mal ihre Haare machen. Erzähl mal, Daisy, warum sind wir jetzt heute hier? Also Leute, wir machen ein bisschen schön. Ich mache mir jetzt 2 Cornrows und Kinaya gleich auch und dann gehen Mama, stimmt gar nicht, Kay und Papa noch Haare schneiden. Und dann haben wir uns richtig schöne Klamotten geholt, die ziehen wir dann an. Und ja, Kay ist heute auf jeden Fall Prinz. Ja, heute ist Kay der Prinz. Kay, du darfst heute alles entscheiden. Hallo. Du darfst alles entscheiden, Kay, ne? Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir. Es ist jetzt auch voll früh. Sag mal, wie spät ist es jetzt gerade aktuell? Es ist 8.58 Uhr. Guck, 8.58 Uhr. Ja, dann sind wir direkt los und haben dann hier halt was gefunden, ne? Ja, die anderen waren alle zu, ne? Jetzt haben wir aber Gott sei Dank einen gefunden. So sieht's aus. Seid gespannt, Leute, wie es danach aussieht. Also, ich hoffe echt, dass ihr das gut macht, ja. Aber mit deinen Haaren? Ja, ich glaube, sie hat nicht so viele Kunden mit deinen Haaren, oder? Ja, stimmt. Jessica kann mit meinen Haaren richtig gut. Wir gucken einfach, Leute, ob sie das schafft. Wenn nicht, dann müssen wir halt woanders hin. Dann müssen wir das öffnen und das da nochmal machen. Mhm. Ich meine, das ist auch scheiße, wenn wir später sagen, ja, voll kacke aus oder so, weißt du? Wie wir ihr das sagen? Ach so. Also sieht nicht gut aus, das soll nochmal machen. Ich glaube, das kränkt auch ihr Dings ein bisschen, weißt du? Ach so, ja. Oder? Mal gucken, ne? Weil der Anfang sieht schon irgendwie ein bisschen Dings aus. Komisch aus? Ja.
So Leute, so weit ist Daisy schon gekommen. Sie ist fast fertig. Und was sagst du, Daisy, wie bist du jetzt? Ich bin sehr unzufrieden, muss ich ehrlich sagen. Wieso, was ist jetzt? Die eine Seite, guck mal, wie sie die eine Seite also ist macht. Das, also was sagst du? Das ist nicht gleichmäßig. Manchmal haben sie die rechte Seite so wie links gemacht, hätte wäre das sogar okay gewesen. Was hat sie hier versucht? Also Leute, Daisy ist fertig und sie ist nicht zufrieden. Also was sagst du, soll sie jetzt auch bei klein machen oder sollen wir jetzt einfach sagen, dass wir los müssen? Eigentlich würde ich sagen, wir gehen, weil wenn sie es da auch verhaut, dann zahlen wir Geld und machen es nochmal woanders. Also sollen wir jetzt weggehen, oder? Ja. Ja, okay. Beim Scheitel, also Mittelscheitel hat sie jetzt auch nicht so gerade hinbekommen, bin ich ehrlich. Es geht auf jeden Fall besser. Sieht aus wie ein Stier, Mann. Das ist fresh. Was? Schimmer. Du hast jetzt. Ist doch fresh, kann man so rausgehen? Nein, kann man nicht. Okay, bist du ready? Lass los. Sie hat schon ihr Geld bekommen, Leute, nur mal so. Okay, dann sag mal tschüss, Geburtstagskind. Bye, bye. Also, Mama, du bist jetzt nicht zufrieden. Willst du mir sagen, dass das schön aussieht hier? Was denn? Übertreib mal jetzt nicht mal, sie sieht das doch mal. Du machst das zu offensichtlich, aber das sieht ein bisschen raufgeklatscht aus. Also zu viel Gel und so, ich bin ehrlich. Einfach das schief. Ja, es ist schief, das geht aber auch wirklich besser, bin ich ehrlich. Aber sie hat Kinas Haare voll schön gemacht. Voll korrekt, dass sie sogar noch einen Zopf gemacht hat. Ja, so Leute, ich meinte so zu denen, dass ich, also zu ihr, dass ich schnell wegfahren muss und Torte holen muss für Caden. Das war doch eine gute Ausrede. Also müssen wir trotzdem mal, das war keine Lüge. Ja, müssen wir eigentlich noch eine Torte holen. Ich wollte gestern, wollten wir eine bestellen, aber wir haben mal ein bisschen Angst, dass die Torten hier nicht schmecken. Und deshalb holen wir uns jetzt einfach eine. Warum nicht schmecken? Das hätten wir doch probiert. Ja, was wäre eine, die wäre selbst gebacken worden. Also, aber ja, wir holen einfach jetzt eine fertige Torte, damit er wenigstens irgendwie Kerzen auspusten kann. Ja. Und dann kann ob das jetzt im Auto ist oder nicht, Hauptsache er hat also dieses, weißt du. Ob wir das im Auto jetzt machen oder. Nee, eigentlich müssen wir uns einheitlich schön anziehen, oder? Ja, wir haben ja extra Klamotten und so gekauft, ja. Ne? Ja, wir machen alle unsere Haare und dann machen wir. So Leute, hier werden wir es jetzt mal versuchen. Ja. Was sagst du, ich glaube, sie werden das gut machen? Ich hoffe. Okay, wir müssen jetzt kurz parken und dann gehen wir mal hier hin. Ja. Und dann hoffen wir, dass sie das. Kinaya wird da ihre Haare machen, safe, ne? Ja. So, jetzt sind wir gespannt. Daisy ist nicht zufrieden, Leute. Mal gucken, ob dieser Laden hier, Mina One, Daisy glücklich macht. Ich bin sehr gespannt. Das Ding ist aber, es wird teurer, weil jetzt müssen die, das, was die Frau da in deinen Haaren geschmiert hat, die müssen jetzt deine Haare waschen, da wurde Gel reingeschmiert, weißt du, was ich meine? Ja, Leute, das ist Teifer, ihr wisst Bescheid. Geburtstagskind, ey, guck nicht so doll auf dein Handy, Mann, ey. Boah, eklig. Boah, stinkt, ne? The same, but better, better. So ist er, als er hat Schiabizano. Also, ich meine, deine Haare sind weich, deswegen. Okay, aber hier ist schief. Also, can you fix it or not? Dreh mal um. Also sie sagt, es ist gut geworden, sagt sie. So Daisy, was denkst du, das wird gut? Das wird gut, ne? Ist ein bisschen. Die haben ja Ahnung, ne? Okay, du brauchst ja nicht weinen, ist auch alles gut. Prinzessin, wow, ey, das sieht ja richtig gut aus. Wow! 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 Boah, sie macht das mit Leidenschaft. Ui! Oh, yeah. Oh, sehr gut! Leute, wenn sie ihre Lippen so macht, dann wisst ihr, das wird gut. Weißt du? Wow, Kina, das sieht so schön aus. Wow. Mama, sagst du, bist du zufrieden? Ja. Kina, bist du zufrieden? Kina, bist du zufrieden? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Du musst dein Leben lang solche Haare immer machen. Boah, ihr Leben lang? Ja, ist nicht so. Irgendwann machst du dich mehr ruhig. Nee, wie? Nicht? Nee, sie braucht das gar nicht. Ihre Haare sind doch voll lang, hast du doch gesehen. Sie braucht sowas gar nicht. Ja, aber sie muss sie ja dann pflegen. Also ja, muss sie ja immer irgendwas mit ihren Haaren machen. Das stimmt. Also Leute, jetzt ist Daisy dran. Wir haben für Kinaya jetzt 15 bezahlt. Da, wo Daisy die Haare gemacht hat, hätten wir 10 bezahlt, ne? Ja. Also du bist deutlich zufrieden, meinst du, oder? Ja, auf jeden Fall. Guck mal, wie schnell die das aufgemacht haben. Jetzt bin ich gespannt, wie die das hier machen. Ich gehe kurz. Nehmen bestimmt so 20 oder so. Glaubst du 20? Aber die arbeiten zu zweit an deinem Kopf, ne? Nee, merkst du das nicht? Zwei Leute. Ja, okay, ja, zwei Personen an deinem Kopf. Ich gehe ja mit den Kids kurz raus, ne? Gucken, was wir machen, ja? Oder sollen wir hier sitzen bleiben? Kannst du ja was tun und wieder. Okay, bis gleich, ciao.
Das sieht doch schon mal gut aus, das sieht schon mal anders aus, oder? Ich glaube, das wird besser sein. Du machst auf jeden Fall auch fester. Fester? Das andere war entspannter, ne? Ja, das war selber schuld, ne? Wer schön sein will, muss leiden. Da hast du überhaupt was essen dabei? Ich habe dir Fanjo geholt. Warte mal. Bitte schön. Da hast du? Deine Droge. Ja, ich bis gleich. Kane sitzt draußen, stammelt wieder. Oh, Daisy X Fresh oder was? Guck mal, mit Kinaya Partner. Yeah, Kinaya, guck mal her. Kinaya, guck mal her. Oha, ist sie schlecht gelaunt oder was? Ja, ich glaube, sie wird zu dir und sie ist müde. Oh, ey, was? Mach mal so kurz. Uiuiui. Und dreh mal kurz um. Wow, Leute, schreibt das in die Kommentare. Wie findet ihr das? Sieht besser aus, ne? Ja, sieht echt top aus. Sieht auch sauberer aus. Ich finde, die haben auch sehr, sehr viel Gel reingebratzt, ne? Ehrlich viel, aber ja. Ne? Aber egal. Sieht trotzdem top aus. Oh, Daisy X Fresh oder was? Oh, ihr seid so süß. Na, guck mal, wie hübsch ihr seid. Okay, oder was? Ey, Haare schneiden mit Papa? Let's go. Du hast heute Geburtstag. Heute ist dein Geburtstag. Darum feiern wir. Darum machen wir. Und ein Klatscher. Bam. Ah, hier, okay. Komm, geh mal auf, okay. Geh mal auf. Jetzt sind wir woanders hingegangen hier. Oh, ja, schieb mal, schieb mal. Schieb. Okay, ich schieb nach links. Zur Seite. Nein, ernst, okay. Das ist echt. Ah, du kleiner Mann. Oh, voll viel los, ne? Oh, wie dunkel das ist, ich hab Angst hier. Du, Leute, jetzt sind wir beim anderen Friseur. Ich hoffe, er schneidet eure Haare gut. Hoffe ich auch. Leute, ich kenne ihn auch nicht. Wir sind durch Empfehlung kurz hier hingegangen, weil er andere Friseur zu hatte. Da hat immer mein Bruder geschnitten, aber die hatten zu und der hier ist direkt hinten, Hinterhof. Quasi dahinter. Genau, quasi dahinter. Man könnte sagen Konkurrenten. So, Leute, das ist vorher. Ich zeig euch nachher. Guck genau hin. Das ist der Friseur, der meinen Sohn heute behandeln wird. Entweder er wird was Gutes machen oder er wird was Schlechtes machen. Okay, alles gut? Ja. Kollege, schneide mal ordentlich her, sonst haben wir eins gegen eins. Ja? Mein Sohn ist mein Löwe. Also pass bloß auf, was du machst. Mach das gut, sonst wirst du hier gekündigt, du. Oh, okay, du siehst ja richtig fresh aus. Woo! Fresh boy, K fresh. Happy birthday to you. Marmelade im Schuh. Aprikose in der Hose. Happy birthday to you. Woo, woo, woo. Okay, guck mal kurz. Mach mal so. Yeah, yeah, yeah. Geburtstagskind. Kannst du machen? Yeah, yeah, yeah. Leute, schreibt mir in die Kommentare, was sagt ihr? Habt ihr gut geschnitten? Habt ihr nicht gut geschnitten? Lass uns das wissen. Ich weiß nicht, ob ich hier schneiden soll oder woanders schneiden soll. Wow, aber Kane sieht richtig top aus. Woo. Yeah, 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 let's go, champ. Let's go, champ. Let's go. Wie alt bist du geworden jetzt? 4 Jahre. 4 Jahre, ne? Wie zeigt man die 4? Wie zeigt man die 4? Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. So, Leute, Kane ist wieder K-Fresh. Jetzt ist Papa Ben dran. So, mal gucken, ob er mich auch wieder Ben Fresh machen kann. So, ansonsten heiße ich immer noch Papa Ben. Okay, was sagst du? Wird gut oder nicht? Ja. Sicher? Mhm. Glaubst du, ich werde jemals so fresh wie du, Kane? Ich glaub schon. Er ist so frech, ne? Auf den, er war auf den, ich glaube schon, ich weiß nicht, 100%. Okay, Leute, seid gespannt, ich bin auch gespannt. Ich bin das erste Mal hier. Kane war auch das erste Mal hier. Ich finde, er hat das gut gemacht, oder? Ja. Kane kann so rausgehen, man kann Kane so angucken. Mal gucken, ob man mich danach angucken kann. Ich krieg jetzt also Pause machen. Auch? Ich glaube, ich kürze meinen Bart auf, Leute. Soll ich meinen Bart kürzen? Ich hab irgendwie Bock zu kürzen. Egal, Leute, ich zeige euch gleich das Endergebnis. Was sagt ihr, Leute? Schreibt in die Kommentare. Heiße ich wieder Ben Fresh oder bin ich Ben Trash immer noch? Mach mal kurz die Haare von der Stirn weg. Jetzt bist du Ben Fresh. Okay, was sagst du? Ist Papa wieder Ben Fresh? Yes.
Ja, ne? Du musst erstmal überlegen, also, oder so. Lass mich kurz überlegen, ist Papa wieder fresh oder nicht? Ja, ist Papa. Okay, ich glaube, jetzt kann man auch das Video beenden hier, weil ja, wir haben uns ja quasi vorbereitet für Kanes Geburtstag, ne, was ansteht. Und da würden wir sagen, Leute, danke fürs Einschalten. Wir werden euch auf jeden Fall noch zeigen, was wir mit Kane vorhaben. Weil heute ist sein Geburtstag. Und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare alle Happy Birthday, Caden. Schöne, liebevolle Nachrichten, Leute. Ansonsten würden wir sagen, Leute, bis zum nächsten Video. Bye, bye. So Leute, jetzt sind wir hier. Wo sind wir? Achimotamo. Wir suchen jetzt nach einer Torte hier. Nach einem Birthday Cake. Birthday Cake für Caden. K-Fresh. Was geht? K-Fresh. K-Fresh. Was geht? K-Fresh. Kann ich da noch was draufschreiben? So Caden oder so? Nee, ne? Kannst du fragen? Na ja, so weit bist du noch nicht, doch. Ja, lass das mal in Ruhe, doch. Ja. Meinst du? Okay, das schmeckt hier nicht, glaub mir. Das ist das kalt und so. Ich kann dir was anderes kaufen gleich, ja? Nein! Okay, das ist kalt, glaub mir. Nein, 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 nein. Eigentlich darf heute alles entscheiden, aber ja, das hier ist voll kalt. Das, oder wenn wir es warm machen könnten. Oder willst du das hier? Das ist gar nicht so lecker. Nee, das will er nicht. Ich möchte nicht gerne Chips haben. Guck mal, Kinaya, arbeitest du hier? Kinaya! Ja. Arbeitest du hier? Ja. Wow! Happy Birthday, Caden! Was sagst du dazu? Gut? Man sieht nicht, aber okay. Ja, doch, das sieht man noch. Guck doch. Ein bisschen, vielleicht hat er das mit, also mit seiner Hand so, weißt du? Besser als gar nichts. Was ist denn? Was möchtest du haben? Ein Überraschungsei. Wo findet man denn hier ein Überraschungsei? Wo? Wo?